Ja, wir sind jetzt hier oben im Schülerlabor angekommen. Das ist jetzt für heute unser Arbeitsort, an dem wir eben unsere Experimente durchführen werden. Da werden wir uns auch abwechseln hier vor der Kamera. Ich möchte aber noch eine ganz wichtige Information erstmal vorab geben. Nämlich, das haben wir lange diskutiert. Wir haben es nicht getestet. Also alles, was wir jetzt aufzeichnen, ist wirklich live und ohne, dass wir vorher eine Generalprobe hatten. Das haben wir uns überlegt, was heißt es eigentlich, wenn wir das vorher schon technisch geprobt hätten. Und dabei haben wir festgestellt, dass wir eigentlich alle so schlechte Schauspieler sind oder wären, dass wir diese Überraschung, dass es funktioniert oder dass es eben nicht funktioniert, dass wir das wirklich beim zweiten Durchlauf nochmal spielen könnten. Und deswegen haben wir uns gesagt, das machen wir gar nicht, sondern wir machen das einfach alles bei einem ersten Test. Also alle, die jetzt hier sitzen, vor oder hinter der Kamera, und die jetzt mir auch gleich helfen werden, haben alle keine Ahnung, was wirklich passiert mit dieser spannenden Platine. Also Für mich war es, ich hatte keine Angst, dass die Platine gar nicht funktioniert. So ein bisschen Erfahrung haben wir natürlich auch gesammelt, was passiert mit Geräten aus dieser Zeit. Wir haben natürlich auch andere Rechner schon mal in Betrieb genommen. Oft ist es ja das Netzteil, das dann die Probleme verursacht. Und deswegen haben wir auch in der Vorbereitung so viel Aufwand darauf gesetzt oder darauf verwendet, eben, dass wir die Stromversorgung so sicher wie möglich machen. Also, dass wir nicht mit einem originalen Netzteil arbeiten, sondern mit Labornetzteilen, dass wir die Spannungen immer wieder überprüfen. Das war für mich eigentlich der wichtigste Punkt, dass wir sicher sein können, dass nichts mit der Stromversorgung ist. Und ich hatte ja von Anfang an gesagt, es darf alles passieren, es darf nur kein Rauch aufsteigen, keine Flamme aus der Platine schlagen. Und da hatte ich allerdings von unserem technischen Support, vor allen Dingen von Rainer Glaschek, ja auch die klare Ansage, nein, das wird nicht passieren. Also es wird kein Rauch aufstellen, weil diesen Schwachpunkt der Stromversorgung, das haben wir sehr, sehr sorgsam mit Labornetzteilen abgebildet, sodass wir da absolut sicher sein konnten, dass mit der Stromversorgung nichts kaputt geht. Aber ob die Platine jetzt wirklich funktioniert, ich wusste es nicht. Also wir erleben eigentlich beides, dass einfach so ein Gerät, dass es dann tot bleibt, dass sich gar nichts tut, dass aber auch manchmal einfach nur so ein bisschen, so ein paar Lebenszeichen kommen. Ich war mir nicht sicher, ob der Prozessor noch läuft, auch mit der Taktfrequenz. Das wusste ich nicht, vor allen Dingen auch nicht, ob dann das Betriebssystem noch geladen werden kann aus den PROMs, also aus diesen Festwertspeichern. Auch das war so ein Unsicherheitsfaktor, den wir vorher nicht absehen konnten. Vielleicht die allererste Orientierung für euch. Was haben wir eigentlich hier? Dieses Gerät ist auch wirklich so ausgeliefert worden, wie ihr das hier seht. Wir hatten also weder einen Monitor noch einen Kassettenrekorder noch eine Tastatur, waren mit in dem Lieferungspaket mit dabei. Wir orientieren uns erstmal ganz kurz auf diesem Board, dass wir mal schauen, was wir eigentlich für Komponenten haben. Wir sehen hier oben rechts, das ist hauptsächlich, das ist die Elektronik für die Spannungsversorgung. Wir haben hier in diesem oberen Bereich, haben wir sehr wichtig, das ist die Elektronik für die Ansteuerung des Monitors. Und hier unten sehen wir eigentlich den Logikteil, den eigentlichen Computerteil mit dem von MOS Technology hergestellten Mikroprozessor 6502. Das ist hier noch in dem weißen Keramikgehäuse. Das ist der Logikchip, der mit dazugehörte. Das sind hier auf diesen beiden ICs hier vorne, das sind die ROM-Speicherbausteine, auf denen das Betriebssystem auch abgelegt war. Da sage ich nachher auch noch ein bisschen was zu. Wir haben dann hier den Speicherbereich und das ist eigentlich, wie gesagt, die Ansteuerung für den Monitor. Das ist die Spannungsversorgung und dieser Erweiterungsport, der war vorgesehen für in der ersten Ausbaustufe für einen Kassettenrekorder als Datenspeicher. Und was wir heute jetzt im Verlauf des Vormittags machen wollen, wir haben hier eine alte ASCII-Tastatur vorbereitet, so wie das auch gedacht war, mit einem Anschluss, hier dieses Flachbandkabel, das werden wir nachher hier auf diese freie
auf diese freie Fassung stecken, wo Keyboard steht. Damit werden wir die Eingabesignale an die oder die Tastatur an das Board anschließen und wir werden den Monitor, das ist jetzt hier ein Apple-Monitor aus etwas späterer Produktion, der für den Apple II dann damals verkauft wurde. Ist aber wichtig, denn dieses Board hier, diese Elektronik für die Videosteuerung war auf 60 Hertz ausgerichtet und wir mussten in unserem Depot erstmal einen Monitor finden, der auch 60 Hertz darstellen kann. Das zeigen wir euch gleich auch. Das haben wir natürlich auch mal mit einem Raspberry Pi hier getestet. Da wird der Rainer ein bisschen was zu erzählen. Also von Apple zum Raspberry, klar, das sind alles Früchte, aber ich glaube, da gibt es nicht wirklich einen Zusammenhang oder vielleicht doch. Obst oder Gemüse? Obst. Ehrlich gesagt, das weiß ich gar nicht, aber wir haben den Raspberry Pi, den haben wir, diesen kleinen Einplatinen-PC, den haben wir genommen. Da läuft natürlich ein Linux-Betriebssystem drauf. Das war wichtig, dass wir den Monitor testen konnten. Der Monitor, das war ja eben auch ein Gerät von Apple, aber eben aus einer späteren Produktion. Also einige Jahre später vom Apple II war dieser Monitor. Und das Besondere daran war, der war natürlich damals noch auf die 60 Hertz Bildwiederholfrequenz ausgerichtet, weil diese Frequenz, die kam ja aus dem amerikanischen Stromnetz. Daran hat man sich orientiert, um eben die Synchronisierung der Bildschirmanzeige zu gewährleisten. Und diesen Bildschirm haben wir natürlich vorab, bevor wir irgendwas an der Apple I-Platine angeschlossen haben, haben wir das getestet, dass der Monitor zumindest ein vernünftiges Bild wiedergibt. Und das hat super funktioniert mit dem Raspberry Pi. Ob jetzt die Himbeere in Anlehnung an den Apple gewählt wurde, dem müssten wir wahrscheinlich mal weiter nachgehen. Also wir werden den Monitor anschließen, wir werden die Tastatur anschließen und dann werden wir nach und nach die drei Stromversorgungen anschließen. Also dieses Board brauchte drei verschiedene Stromversorgungen. Und dann werden wir gucken, was passiert. Ziel des heutigen Experimentes ist, dass wir nachher über dieses Keyboard erst einen Test in Maschinencode eingeben und dann, dass wir aber auch quasi das Hello World Programm selber programmieren werden in 6502 Maschinencode. Da erzähle ich dann im Laufe des Vormittags einiges zu, wie das funktioniert, sodass wir unsere eigenen Text-Messages von der Tastatur dann auch auf dem Monitor ausgeben können. An dieser Stelle würde ich jetzt mal eine kurze Pause machen und Rainer und Gregor abwechselnd bitten, dass wir jetzt die Voruntersuchungen machen, um zu gucken, dass wir das Ding mal in Betrieb kriegen. Dieser Tisch ist also hat eine Auflage, die elektrostatisch ableitend ist, sodass wir hier keine elektrostatischen Spannungen erzeugen können, die die Chips beschädigen könnten. Und deshalb ziehe ich auch hier leitende Handschuhe an und bin selber mit Erde verbunden. Ich werde damit anfangen, dass ich hier die Tastatur einem Test unterziehe. Solche Tastaturen sind heutzutage sehr selten, weil es sind sogenannte Paralleltastaturen. Deshalb sind hier auch so viele Drähte rüber, weil alle 7 Bits, die da benötigt werden, parallel übertragen werden. Um sicherzugehen, dass diese Tastatur auch zu dem Board passt, habe ich hier ein kleines Board gemacht, was diese Tastatur testet. Dazu muss ich jetzt mal gerade diesem Board etwas Strom geben. So, und schon leuchten die 7 Segmente Anzeigen hier auf. Und wenn jetzt alles richtig funktioniert, gibt es hier für jede Taste eine Testgabel. Ein Multimeter. Und jetzt nehme ich mal, weil es dann auch Schlüssel gibt, einfach mal ein Durchgangsmesser. So, da haben wir hier den ersten Anschluss. Und dann machen wir der Einfachheit halber mal Folgendes. Wir ziehen mal jetzt das hier raus. Und jetzt stellt jemand bitte mal die beiden Labornetzteile. Den brauche ich jetzt hier, den Knabel, machst du schon. Die beiden Laborteile stellst du mir da hin, Gregor. Ja.
Ganz kritisch sind jetzt hier die Speicherbausteine. Das sind auch die, die am meisten Spannungen brauchen. Deshalb brauchen wir auch so viele Spannungen. Die Spannung steigt. Und zwar sind das diese Speicherbausteine hier unten. Und da ist auch die Pinbelegung eine andere, als sie üblicherweise ist. Normalerweise bei den meisten TTL-ICs sitzt der Massepin da hinten auf Nummer 7 oder 8 und der Versorgungsspannungspin mit dem 5 Volt ist der oberste. Das ist hier etwas anders. Da haben wir jetzt für die DRAMs die Masseverbindung ist Pin 16, das ist also der letzte hier. Das ist richtig. Dann muss der hier aber der hier werden. Das ist also nur eine leichte Oxidation. So. Und das ist jetzt der Masseanschluss. Das muss auch das Gehäuse vom Elko sein, weil die ja andersrum sind. Dann kommt plus 5. Der war schon richtig. Das gefällt mir nicht. Hier ist plus 5 und als letztes kommt plus 12 Volt dran und das müsste dann der hier unten sein. So, dann stecken wir jetzt den Monitor ein. So, ich habe alles getestet, was mir so einfiel, was man testen kann und werde jetzt die Platine in Betrieb nehmen. Ich werde das jetzt erst einmal vorher erklären, was ich mache und was ich erwarte. Doch, das war der Wahnsinn. Ich habe natürlich die Reiners-Checkliste ja auch im Vorfeld schon gesehen. Allerdings habe ich nicht geglaubt, dass er das wirklich alles einzeln durchgehen will. Und das, damit, glaube ich, hätte man auch einen Jumbojet starten können, so als Startvorbereitung. Und das hat ewig gedauert. Ja, aber, und dann noch diesen Punkt und noch diesen Kontakt, und ob er den Schaltplan richtig verstanden hat, ob dann die richtige Spannung an den TTL-Chips auch am richtigen Pol anliegt, am richtigen Pin anliegt. Oh, das war wirklich anstrengend, das auszuhalten. Und jetzt noch der Test. Und ich dachte anfangs, der wird nie fertig mit dieser Liste. Das oben ist das Netzteil, das die 5-Volt-Versorgung macht. Das schalte ich als erstes ein. Dann schalte ich das Netzteil ein, was die plus-minus 12 Volt erzeugt. Dann sollte sich schon sofort, es ist ja kein irgendwie geartetes Betriebssystem, was booten muss, auf dem Bildschirm eine Grafikanzeige, irgendetwas sich tun, aber nichts unbedingt Stabiles. Dann kann ich ein Reset machen, das geht hier über die Tastatur, Control-Reset. Dann sollte sich ein stabiles Bild ergeben. Aber bevor ich das mache, gucke ich erstmal noch, ob die Spannungen alle richtig sind. Minus 5, minus 12, minus 5, plus 5, plus 12 Volt. Die braucht er alle. Die minus 5 macht er sich aus dem minus 12, weil da braucht er nicht viel von. So. Ja, also es könnte jetzt natürlich sein, dass wenn wir die Spannung einschalten, dass da aus den Elektrolytkondensatoren Rauch aufsteigt oder eine Stichflamme hervorgeht. Das will ich nicht hoffen und dann würde ich Rainer lynchen, weil ich es kann. Nein, das machen wir nicht. Ne? Die zweite Option kann natürlich sein, dass überhaupt nichts passiert. Ich glaube, dann würde ich die Platine einfach wieder in die Vitrine legen und es niemandem sagen, dass wir es versucht haben. Muss. Die dritte Möglichkeit ist tatsächlich, dass wir irgendwie sehen, dass der Prozessor wieder läuft nach 45 Jahren. Und das wäre natürlich der absolute Hammer. Auf die Plätze, fertig, los. Jetzt hat Rainer tatsächlich seine gigantische Checkliste abgearbeitet und jetzt wird es echt spannend, denn im nächsten Teil unseres Videos, da werden wir diese Platine jetzt an den Strom anschließen und wirklich gucken, was passiert. Also bleibt auf jeden Fall dran.